Moin, moin und einen wunderschönen guten Abend euch und herzlich willkommen auf den Hundelunge-Kanal. Ich stelle euch heute vor Project 13 Taxidermy Trails. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe von den Entwicklern Key bekommen und hatte auch schon das andere Spiel von denen vorgestellt, nämlich das normale Project 13. Das war ganz cool gewesen mit den Wellensittich und so. Also das war echt, das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe hier mal ganz kurz reingeguckt. Ich finde das viel schwieriger als das. Wobei Yvonne, ich hatte mit der auch schon gesprochen, wo die sagt, das wäre leichter. Also ich sehe das ein bisschen anders. Kostet beides 3,99. Ich meine, die haben am Preis da nichts höher und nichts niedriger gemacht. Genau, so sieht die ganze Geschichte aus. Ist 88% positiv, ist ab 12, 3,99. Die haben doch hier irgendwas gemacht, aber das soll wohl nicht so der Burner sein. Was kann man noch sagen? Einzelspieler, Siebungenschaften, Familienbibliothek, komplett Englisch, kein deutschen Untertitel. Ja, wir können ja mal kurz den Trailer, könnt ihr mal gucken, was ich meine. Zack, bam. So. Wie gesagt, ich empfinde das als ein bisschen schwieriger als das andere, weil ihr da diese Schaufenster habt, da wo ihr reingucken könnt. Und ich weiß nicht, ob man darauf auch achten muss. Wir werden es gleich mal gucken im Game. Ja, ich starte es mal. Also wie gesagt, wir haben am 11. März rausgekommen. Also noch nicht so alt. Wir starten mal, meine Lieben. Zack. Jetzt spielen. Ich wollte das erst starten und dann minimieren, aber das macht er irgendwie nicht. Warum auch immer. In manchen Games geht das nicht. So, ihr müsstet jetzt ein Bild haben, rein theoretisch. Ja, sehr gut. Also optionmäßig gibt es nicht so viel einzustellen. Ihr habt hier die Grafik, die habe ich auf High. Raussensibilität, Volumen. Ich werde das mal ein bisschen runterschrauben. Ich finde das extrem laut. FSR habe ich auf Qualität gemacht. More Options im Game-Menü. Also ich schätze mal, dass man, wenn man im Spiel ist, ein paar Optionen hat. Ja, dann gibt es Start, Hardcore-Modus und sonst nichts wirklich weiterhin. Ne? Gut, dann gehen wir auf Start. Dann gucken wir gleich nochmal, ob wir im Game wirklich mehr Optionen haben. So, Priester, genau, es geht um diese Anomalie. Boah, das ist ein schwieriges Wort. Report when you don't walk, do you found. Thank you. Das jetzt hier lang oder hier? Ich muss gerade gucken. Ach, hier, genau. Hier jetzt 0, also der erste Lauf. Kann man eigentlich so durchrennen in der Regel. Ich mal gucken, was er sagt, da gibt es noch mehr Optionen. Mal gucken, was er meint. Ah, er hat recht. Keine Ahnung, was das ist. An, an. Was? Warte mal. Wie es aussieht. Wie vorher auch, finde ich. So, ihr habt denn hier, wie gesagt, wo ich das einprägen müsst. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei den Schaufenstern genauso ist. Die müssen dann auch hier so gucken, ob alles safe ist. Ich weiß gar nicht, wie ich mir das merken soll, wenn ich ehrlich bin, weil das einfach zu viel ist. Hier ist noch ein Gewehr. Ich kann mir das niemals merken, das ist einfach zu viel. Hey Bro, was geht? Könnt ihr rechte Maustaste drücken, könnt ihr so anvisieren. Dann habt ihr hier diese Füchse. 2, 3, 4. Ich kann mir das niemals merken. Also ich glaube das nicht. Ja. Was ist denn, Digga? Wildschwein mit kleinen Wildschweingedöns. Aber 1, 2, 3, 4 Wölfe mit so einem Rehkitz am Zerfleischen. Ja, dann habt ihr hier den Bär. Ne? Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man sich hier alles merken muss oder ob das... Sieht doch gruselig aus. King Kong, was geht?
Das wäre für mich zum Beispiel zu viel. Ne, wenn hier irgendwas anders ist. Soll ich mir das merken? Das kriege ich im Leben nicht hin. Aber hier sind so kleine Hasen, die in der Schule sind. Wie witzig. Was haben wir hier noch? Bäh! Und Schweinchen. Was haben wir hier? Eine Schildkröte, ein Krokodil. Ich habe schon mehr die Hälfte vergessen am Anfang. Dann habt ihr hier die Lady. Und so das Fuchsi. Das ist schon süße Kuscheltiere bei, ne? Guck mal, die Hundelunge ist auch da, hier vorne. Hier ist noch so ein Vieh. So. Also, wenn hier was ist, dann müsst ihr hier drücken. Aber hier ist nichts. So, dann. Doch, da war wirklich was. Scheiße. Gucken nochmal. Wie gesagt, ich empfinde das als extrem schwierig. Als den Teil davor, da habe ich glaube ich bis Level 7 oder 9 geschafft, meine ich. War das auch schon? Ne, der Typ, der war sowieso schon hier die ganze Zeit. Das ist neu, oder? Mein, ja, ich glaube das ist neu. Wir können nochmal ganz kurz hier beim Shop gucken. Ich sag mal, wir haben eine entdeckt. Gehen wir hier durch. Und das war gar keine. Das ist so mega schwer, finde ich. Rush mal hier durch und guck mal nicht so wirklich auf die Dinger ab hier. Der Wurm ist neu. Guck mal hier. Die waren nämlich vorher nicht da. Okay, wir haben eine entdeckt. Also das war vorher nicht. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Können wir jetzt nochmal ganz kurz hier gucken. Scheint auch alles in Ordnung zu sein. Und wir hatten recht. Yes, baby. Gut, dann gehen wir hier mal gucken. Der hat auch das Stück, das war vorher auch nicht gewesen, das hier. Können wir eigentlich auch durchrushen. Jetzt haben wir wieder eine entdeckt. Ich weiß natürlich nicht, ob hier mehrere gibt. Oder ob man nur auf eine einzige achten muss. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist eine da. Was haben wir hier? Auch alles safe. Yes, baby. Und ich hab recht. Ah! Es hat's geflackert. Warum auch immer. Gut. Okay, hier ist das Fleischstück zum Beispiel weg, was ja vorher da gewesen ist. Das ist ein Happy Hippo. Ich weiß gar nicht, waren die da oben vorher schon? Das gerade nicht sagen. Hier scheint auch alles okay zu sein. Die Typen weiß ich nicht so recht. Ist alles okay. King Kong auch. Den Hasis auch. Also ich meine, hier ist alles okay. Ja auch. Also jetzt alles okay, dann könnt ihr einfach hier so durchgehen und wir haben nicht recht gehabt. Boy. Wie gesagt, ich finde das sehr schwer. Das andere mit den Piepmats, also mit den kleinen süßen Welli, der war so niedlich. Okay, weil davon diese Würmer gewesen oder Maden oder so sein. Hallo Beri. Ja, wer sowas mag. Oh, die Spinne sieht aber krass aus. Oh, eine Riesenvogelspinne. Geht hier nicht ein Hase? Siehst du, der ist zum Beispiel. Das war vorher nicht. Also ist hier eine Anomalie am Start. Also drücken wir. Bam! Und wir haben recht! Gut, dann gucken wir nochmal. Gucken, wie weit wir kommen. Das ist auch alles okay. Den Schweinen auch. Den Wölfen auch. Der auch. Der King Kong hoch. Der auch. Hasen auch. Hast du gefurzt? Stimmt damit ja nicht, hör mal. Ähm.
Scheint alles okay zu sein, ne? Würde ich mal so sagen. Jetzt gehe ich hoch, bitte, bitte, bitte. Und ja! Okay, also das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Februar. Ich hoffe, die fressen nicht. Die, geh weg. Okay, also das ist nicht normal. Das ist ja auch was Lustiges. Yep, und Sie haben recht, Herr Hundelunge. Okay. Also geht's wohl nur um die Schaufenster. Und nicht um die Objekte, die hier draußen sind, vermute ich mal. Ja. Hatte der vorhin auch schon Männchen gemacht? Ich weiß es gerade nicht. Hier ist Kingi Kongi. Kingi Kongi, was geht? Oh, da. Ja, weg hier. Die Hasen. War hier nicht von Hase gewesen, anstatt so ein Zickenbock? Okay, der ist okay. Der auch. Der auch. Und die. Also ich sag mal, ist alles okay. Und wir haben nicht recht. Mann, komm, letzte Runde, Leute. Wir können ja gleich nochmal gucken, ob bei den Hasen wirklich. Da sind dicken Bock da wirklich. Okay, da war doch richtig. Also ich kann ja nichts feststellen. Nö. Yep. So, wir gucken mal. Ich soll kurz einen Schluck trinken. Mit den Schweinchen. Oh, ich mich erschrocken, du blödes Vieh. Kann ich das haben? Gib mir das, ich will das haben. Kann es leider nicht nehmen. Okay, also ist hier wieder irgendwas kurios. Schnell raus hier. Gut, also hier stimmt irgendwas nicht. So. Und yes, baby. Gut. Okay. Okay. Wir rushen mal ein bisschen. King Kong. Zerratos hat er sich bewegt. Auch alles safe. Auch. Entschuldigung. Okay, ist auch alles okay. Oder Moment, scharf, das hat doch. Nee, doch nicht. Okay, und hier. Gut, hier ist alles gut. Und wir haben nicht recht. Ja, gut, wisst ihr Bescheid, Leute. Ist wieder so Geschmackssache. Ich habe auf sowas eigentlich gar keinen Bock. Ich fand nur das Project 13, das normale, fand ich ziemlich geil. Also mit diesen. Den Wellensittich, den fand ich so mega gut. Den kleinen Piepsi. Das ist ja auch nicht schlecht gemacht, aber ich finde das zu schwer. Ne, da muss man echt schon ein richtiger Fan sein hiervon. Das bin ich definitiv nicht. Gut, ihr Lieben, wie gesagt, für 3,99 könnt ihr eigentlich zuschlagen. Ist grafisch genauso gut, würde ich sagen, wie das normale. Auch Unreal Engine, meine ich. Und ja, wie gesagt, könnt ihr euch kaufen, wenn ihr auf sowas steht. Ne? Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich mache eventuell nachher noch was, ihr werdet sehen. Ja? Alles klar, bis dann, euer Hundelunge. Tschüss, tschüss.